Willkommen Leute zu einem neuen Video auf dem Kanal Blue One Up Gaming. Und zusammen spielen wir heute mal wieder Super Mario Party auf dem ersten Pad, nämlich den Wump Domino Ruine. Ich glaube, so heißen sie. Naja, Singular. Wump Domino Ruine. So rum. Genau. Aber das hier ist nicht eine normale Party, sondern das hier ist eine Challenge Party. Das heißt, wir spielen eben nicht so wie sonst, denn es gibt eine bestimmte Regel, an die wir uns heute während dieser ganzen Party halten werden, beziehungsweise es versuchen zu werden, weil ich ja öfter gerne mal bei solchen Challenges vergesse, mich an die Regeln zu halten. Okay, bevor wir starten, erkläre ich euch jetzt die Regeln und ja, diese Party, wie man es im Titel schon sieht, ist eine, naja, ich habe es jetzt No-Coin-Challenge genannt oder vielleicht habe ich sie so genannt, ich weiß es noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie ich den das Video dann nenne. Auf jeden Fall, der Sinn ist, die ganze Zeit weniger als 15 Münzen zu haben. Wir haben hier schon am Anfang 5, das heißt, wir dürfen maximal noch 10 weitere bekommen. Ja, und am Ende wollen wir, soweit es möglich ist, mit 0 Münzen nach 10 Runden rausgehen. Ob das möglich ist oder nicht, werden wir herausfinden, aber man merkt schon, es ist eine etwas andere Art der Challenge, denn sie basiert mehr auf Glück als an Skill, so wie es zumindest bei der ein oder anderen Mario Kart und Splatoon Challenge der Fall war, ebenso vor allem bei den Mario Bros Challenges. Ja, also das jetzt zu den Regeln, noch zum Schnittstil. Ich werde die gegnerischen Runden dann zu weit rausschneiden, es sei denn, es passiert etwas, was unsere Challenge oder unsere Münzen Collection beeinflusst. Nur dann werde ich es einblenden, was der Gegner macht, und dann zeige ich halt nach jeder Runde mal die Platzierungen. Ansonsten wird hier der Fokus auf meinem Zug liegen und auf den Minigames. Ja, also mal sehen, wie stark uns das einschränkt. Also es ist auch nicht der Sinn in dieser Party hier zu gewinnen. Wir wollen einfach versuchen, mit möglichst wenig Münzen rauszugehen, weil dieses Mario Party doch ziemlich viele Münzen gibt und vor allem durch die Sterne gibt man nicht wirklich viel aus. Deswegen starten wir jetzt. Okay, Regeln können wir skippen. Ist auch eine Frage. Kann mir dieses Spiel hier oder diese Party jetzt meine gute Laune von vorhin nehmen? Weil vor der Aufnahme, ich habe eine Runde FIFA gespielt, ich habe einfach mal mit 9-1 gewonnen. Das war richtig krass. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Goomba gewählt. Ich habe ihn noch nie selbst gespielt, noch nie in einer Party gesehen, wenn man jetzt mal von den Verbündeten absieht. Da kam er schon ein paar Mal dran. Wir sind wenigstens nicht Letzter. Okay, hier bekommt 5 Münzen. Und ja, das wissen wir. Dann würde ich mal sagen, starten wir auch direkt dahin in die Challenge. Der Stern wäre jetzt hier oben. Und ja, ich glaube, der liegt sowieso auf unserem Weg. Da kommen wir sowieso vorbei. Also, los geht's. So. Nun sind wir dran. Alles, was sich bisher getan hat, ist, dass Yoshi schon für die erste Wump-Wanderung gesorgt hat und Rosalina hat halt 3 Münzen verloren. Ja, das bringt uns einerseits weiter, andererseits aber auch nicht. Wir schauen uns mal den Spezialwürfel an für unsere Challenge, sowas von ungeeignet. Das gleiche, bloß die 1 und die 2 wurden ersetzt mit 2 Münzen und genau die wollen wir ja nicht. Deswegen werden wir höchstwahrscheinlich nur diesen Würfel hier verwenden. Es sei denn, wir sind vielleicht auf so einem bestimmten Feld, wo man Münzen verliert. Dann könnten wir den vielleicht auch nehmen. Wir warten einfach mal ab. Okay, wir würfeln einfach mal. So, wir würfeln eine 4. Das heißt, wir kommen auch direkt auf die Wump-Wanderung, genauso wie Yoshi. Ist schon mal gut, dass wir zumindest anfangs hätten wir sogar ein blaues Feld vertragen können, weil die könnten wir gut für den Stern ausgeben. Da brauche ich mal 10 Münzen dafür. Nachdem in unserer ersten Runde hier jetzt auch bei Daisy nichts mehr passiert ist, gehen wir nun in unser erstes Minispiel und wir spielen alle gemeinsam gegen Rosalina in einem packenden Duell. Das habe ich ja schon mit Santa Hattie in der Party gespielt. Das heißt, das Minispiel kenne ich schon und wieder mal müssen wir. Wieder mal bin ich im Dreier-Team. Das heißt, mein Ziel wird es sein, meine Mitspieler so gut es geht aufzuhalten. Damit sie halt möglichst wenige Pakete bekommen. Mal schauen, wie gut wir das hinbekommen werden.
Wir wollen ja möglichst oft auch Letzter werden. Es wird halt einige Minispiele geben, wo man einfach gar nichts machen muss. Und man ist Letzter. Aber in solchen 2 gegen 2 Minispielen muss man häufig irgendwas machen. Okay, ich lauere jetzt mal hier. Rosalina hat schon mal 1. Ich habe einfach mal das ganz schlecht gelöst hier. Ich habe Rosalina vorbeilaufen, Daisy an mir vorbeilaufen lassen. Okay, aber Rosalina führt eindeutig. Okay, im Wegdrängen bin ich ja bisher gar nicht gut. Also, das klappt gar nicht. Aber dennoch, Rosalina führt mit einem gewissen Vorsprung. So, jetzt können wir Yoshi ein bisschen aufhalten. Tja, Yoshi, hier kommst du nicht vorbei. Boah, jetzt habe ich so ein Ding auf mir drauf. Ich will den gar nicht. Jetzt halte ich Daisy ein bisschen auf. Jetzt habe ich 2. Aber ich habe sie nicht aufgeladen. Und wir haben es geschafft. Wir haben das erste Minigame verloren. Wie man jetzt auch sieht, klar. Rosalina übernimmt jetzt gemeinsam mit Daisy die Führung. Und wir und Yoshi teilen uns den letzten Platz. Okay. In dieser Runde wurde wieder mal der Womp oder der Stammblock auf jeden Fall verschoben. Und sowohl Yoshi als auch Rosalina haben ihren ersten Verbündeten. So, okay, jetzt ist es die Frage, wohin gehen wir? Ich schaue mir jetzt eben mal die Karte an. Rosalina wird sich safe den Stern holen. Das heißt, wir gehen jetzt... Naja, es ist abhängig davon, was wir würfeln. Da gehen wir hin. Wir würfeln eine 4. 1, 2... Okay, das wollen wir eigentlich beides nicht. Wir wollen keine 3 Münzen dazu haben. Und wir wollen auch keine, dieses Glücksfeld da ist mit den Truhen. Da kriegt man massig Münzen. Okay, wenn ich jetzt hier lang schaue, landen wir auf einem Glücksfeld. Also genau das, was wir nicht wollten. Wisst ihr was, dann entscheide ich mich jetzt für diesen Weg. Zahl die 3 Münzen, weil die werde ich dann wieder bekommen. Das heißt, wir bleiben bei 7 stehen. Ich gehe einfach den Weg hier. Ich weiß halt nicht, ob Verbündete mir jetzt hier weiterhelfen oder nicht. Das ist halt so eine Frage. Werden wir halt sehen. Weil ich meine, wenn du würfelst, und dann würfeln die Verbündeten ja auch immer mit. Das heißt, du hast noch weniger Kontrolle über das, wo du hin willst. Allerdings kann es dir in manchen Spielen auch helfen. So, wir spielen Schlauschütteln. Das habe ich tatsächlich, ich habe gestern Abend Mario Party gespielt, also am Abend vor der Aufnahme, und habe dieses Minispiel auch gespielt, habe da auch komplett gegen meinen Teammate gearbeitet, und wie genau ich das gemacht habe, werdet ihr nun sehen. Also, das ist ein Minispiel, wenn man da mit einem verhassten Freund in Anführungsstrichen im Team ist, dann kann man ihn richtig, richtig hart triggern. Und das werdet ihr jetzt auch sehen, warum. So, man kann ziemlich, ziemlich leicht, denke ich, die eigenen Teammates wegschieben. Ich glaube, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, Rosalina war mein Teammate. So, aber die Box gefällt mir nicht. Rosalina, die stellen wir wieder zurück. Okay, weg mit dir, Rosalina. Tja. Also, wenn wir das gut hinbekommen, haben wir am Ende. Null Eicheln auf unserer Seite. Das ist unser Ziel. Weil dann haben wir sowas von safe verloren. Rosalina wird so von einem kleinen Goomba geärgert. Nein! Du. Nee, das wollen wir auch nicht. Jetzt müssen wir Rosalina nur wegblocken. Das gelingt uns auch. Und wir haben es geschafft. Wir haben 0 Eicheln auf unserer Seite. Die haben 11. Das ist aber nicht gut. Nicht wirklich gut. Also bisher bei den Minispielen läuft es bisher wirklich nach Plan. Auch über die Würfelzahlen ist noch nicht zu beschweren, aber man sieht, man bekommt halt auch Münzen für die Niederlagen. Das heißt, es wird jetzt Zeit dafür, dass wir mal Münzen verlieren.
Sonst wird es eng mit der 15-Münzen-Grenze. Rosalina holt sich an der Stelle den ersten Stern. Sie war zwei Felder vom Stern entfernt, würfelt eine 1 mit dem Luigi-Würfel und würfelt dann aufgrund ihres Verbündeten noch zum Stern. Also, Rosalina hat ein Stück weit Glück hier. Okay, der Stern liegt praktisch auf unserem Weg. Das heißt, wir können es hier hinschaffen. Müssen dementsprechend aber große Zahlen würfeln. Okay, nun wird es ernst. Okay, wir haben auf jeden Fall zwei blaue Felder vor uns und wir können auch keinen Alternativweg gehen. Ist ein bisschen bescheuert. Wir würfeln eine 6. Reicht das? Nein, tut es nicht. Ausgerechnet zwischen zwei Itemfelder rein. Das ist nicht gut. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich wieder Münzen dazu bekommen. Das heißt, es wird richtig, richtig eng mit den 15 Münzen. Ich kann schon mal sagen, wenn wir die 15 Münzen Challenge failen, schauen wir es einfach jeweils um 5 Münzen nach oben, so lange bis wir es schaffen. Aber haben wir halt die Hauptchallenge nicht und Daisy holt sich ihren Stern. Wobei die Hauptchallenge ja ist, am Ende mit 0 Münzen rauszugehen. Aber das wird schon schwer genug. Der Stern liegt noch günstiger auf unserem Weg. Wir müssen aber erstmal an Rosalina mit ihrem Verbündeten vorbei und das wird schwer genug. Aber das ist was uns gefällt. Minispiel mit Einsatz, oder? Okay, das heißt, es ist ein Minispiel, wo ich schon mal nichts tun werde. Weil jetzt habe ich nur noch 2 Münzen und das heißt, ich mache jetzt auch nichts. Also, weil vorausgesetzt meine Mitspieler bringen, oder wobei ich dachte, es ist dieses Ballon-Aufpump-Spiel. Ich verwechsel die beiden immer. Aber dieses Versus-Feld ist für uns wirklich Gold wert in dieser Challenge. Okay, es ist wieder ein Münzen-Minispiel, das heißt, wir können auch wieder leer ausgehen. Ordentlich Geld schaufeln, das habe ich noch nie gespielt. Okay, ich muss graben, wenn die Vibration am stärksten ist, okay. Ja, aber wir graben einfach gar nicht, würde ich mal sagen. An der Stelle kann ich auch sagen, um es ein bisschen noch zu erschweren, habe ich die CPUs auf die leichteste Schwierigkeitsstufe gestellt. Weil es dann möglicherweise ein bisschen schwieriger wird irgendwie. Ja, hier würde es vibrieren. Ein bisschen schwieriger sein würde, Minispiele zu verlieren manchmal. Oder dass sie halt irgendwelche Dummheiten machen. Ey, das ist ja praktisch. Das wusste ich gar nicht. Lauf mal ein bisschen in die Pockys rein. Natürlich gönnt sich Rosalina auch den Stern. Sie war ja nur 4 Felder entfernt und sie hat mit ihrem Luigi-Würfel schon eine 5 gewürfelt. Da hat der Verbündete nicht mal mehr mithelfen müssen. Also, Rosalina mit dem zweiten Stern. Für uns aber nicht schlimm, weil wir hätten ihn uns nach diesem Versus-Minispiel sowieso nicht mehr leisten können. Ich korrigiere mich. Yoshi war in der Nähe des Sternfelds und hat sich mit einer Easy 9 auch diesen Stern gegönnt. Also insgesamt mit dem verbündeten Monty hat er eine 4 gewürfelt, hatte aber noch seinen Goldpilz in der Hinterhand, den er auch eingesetzt hat. Und deswegen sind wir jetzt nicht nur der mit den wenigsten Münzen, sondern auch der mit den wenigsten Sternen von allen. Hier liegt er schon ein bisschen eher auf unserem Weg, aber dennoch relativ weit weg. Und Rosalina mit ihrem Verbündeten wird sich diesen Stern höchstwahrscheinlich auch wieder schnappen. Okay, wir sind dran. 12 Felder, das werden wir nicht schaffen. Das heißt, wir würfeln definitiv mit dem normalen Würfel. Weil wenn wir eine 0 würfeln, dann kriegen wir gleich 5 Münzen. Oder wenn wir eine 1 oder eine 2 würfeln, dann kriegen wir ganze 5 Münzen. Das wollen wir nicht. So, wir landen auf dem Ereignisfeld. Und tappen in die Falle und die Domino-Falle wird ausgelöst. Das heißt, wir alle werden direkt an den Anfang zurückgesetzt von dieser, von diesem Tempelweg hier. Das heißt, wir müssen dieses mühsame Stück mit den ganzen blauen Feldern nochmal machen.
Wir spielen Pfannkuchenpyramide. Also, dieses Minispiel habe ich schon mal gespielt. Ich fand es auch ziemlich spaßig. Also, ich freue mich darauf. Aber allerdings ist es wieder ein Minispiel, wo ich halt nichts machen kann. Deswegen schnappe ich mir halt jetzt 7 Pancakes hier in der Übung und genieße sie genüsslich, während meine Mitstreiter sich hier um die hässlichen hangeln. Einen Pancake habe ich mir dann am Ende doch noch gegönnt. Die 7 vom vorhin haben mir noch nicht so ganz gereicht, deswegen wollte ich lieber noch einen essen. Und ich meine, der kleine Goomba braucht ja auch nicht so viel wie die fette Rosalina. Und deswegen sind wir weiterhin ganz glücklich da unten mit unseren 2 Münzen. Also, nach 4 Runden läuft es wirklich gut, die Challenge. Es wäre halt noch schön, wenn wir diese 2 Münzen irgendwie losbringen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wir werden es herausfinden. Rosalina und ihr Verbündeter Luigi hocken das Ding. Sie holen sich einfach den nächsten Stern. Und sie gesellt sich direkt vor einer Menge von Pechfeldern. Also wenn wir jetzt in dieser Blaupassage, so nenne ich diesen Tempelweg dort oben, viele Münzen sammeln sollten, könnten wir sie beim Stern ausgeben. Vorausgesetzt Yoshi mit seinem Verbündeten kommt uns nicht in den Weg. Was allerdings sehr wahrscheinlich ist. So, jetzt bin ich gespannt. Wir würfeln eine 3. Und wir bekommen 3 Münzen dafür. Sind wir wieder bei 5 Münzen. Also, Lage hat sich ein bisschen verschlechtert, aber noch ist es relativ entspannt. Im nächsten 4-Spieler-Minispiel, hoffentlich ein Münzenspiel. Jawohl, blitzschnell zum großen Geld. Oh nee, das ist sogar ein bisschen zufällig, weil die Münzen erscheinen halt immer irgendwo. Also vielleicht doch nicht das Beste für uns. Ja, wir werden zu Hause finden. Aber wir haben immerhin den Elektroschock, wo wir reinlaufen können, falls wir Münzen bekommen. Wenn ich mich jetzt in die Mitte stelle, habe ich einfach direkt eine Münze. Ich habe 4 Münzen. Jetzt macht ein Elektroschock, Mann. Und ich bin mit 0 Haus gekommen, jawohl. Das war jetzt gar nicht mal so einfach, dann in diese Elektroschocks auch reinzulaufen, um Münzen zu verlieren. Letztendlich haben wir es geschafft, wir sitzen weiterhin bei den 5 Münzen fest. Kann gerne so weitergehen, aber mehr sollten es halt nicht werden. Und vor allem zum Ende hin sollten wir auch diese 5 im besten Fall noch verlieren. Yoshi kommt auf ein Pechfeld. Er ist zwar nur 3 Felder entfernt von unserem oder vom nächsten Stern, aber er ist auf ein Pechfeld gekommen und müssen hoffen, dass nicht das dritte eintritt. Das passiert auch nicht. Boah, das war jetzt, das hätte schief gehen können, kann man so sagen. Okay, wir würfeln einfach mal wieder normal. Uns bleibt auch nichts anderes übrig. Eine 4, das heißt, wir bekommen immerhin keine 9 Münzen, bekommen stattdessen ein Item, eine Goldhöhe. Die ist wirklich Gold wert, vor allem in diesem Fall, weil wenn wir einmal 10 Münzen haben, dann gehen wir einfach zu einem Stern. Das heißt, die Goldhöhe, die hebe ich mir jetzt wirklich gut auf. Und Daisy wird sich den nächsten Stern gönnen. Na klar tut sie das. Von den Würfelzahlen ist es ja, nachdem sie ihren Plus Dire Pilz genommen hat, auch rechnerisch nicht mehr anders möglich. Und deswegen holt sich Daisy diesen Stern. Auch wenn es für uns jetzt mit dem Gewinn der Goldhöhe ein bisschen interessanter geworden ist, ob wir jetzt zur Toadette kommen oder nicht, zeige ich es trotzdem. Und zwar, sie ist direkt vor uns. Im nächsten Minispiel spielen wir alle gegen Yoshi. Jetzt ist die Frage, wie sollen, soll ich jetzt, ja, ich muss meine Mitspieler so in Bedrängnis bringen, dass Yoshi sie abschießen kann. Was? Jetzt bitte Daisy. Daisy, schaffst du Yoshi? Du schaffst es. Oh, das war knapp. Yoshi, auf geht's Yoshi. Yoshi Djokovic am Start. Und er verfehlt. Daisy immer noch drauf. Aber schaff das. Yoshi, beeil dich. Du hast nur noch 7 Sekunden.
Komm, der muss sitzen. Ja! Jawohl! Super, Yoshi, ich bin stolz auf dich. Boah, das war jetzt eine Zitterpartie für uns. Leider bekommen wir halt trotzdem haben jetzt sieben Münzen. Diese bescheuerte Regelung, dass man als letzter Münzen bekommt, ist halt ein bisschen blöd in diesem Fall. Also ich habe generell jetzt eigentlich nichts. Also es ist schon doof, wenn man Münzen bekommt als letzter in einem Minispiel. Aber so störend finde ich das jetzt auch nicht. In dieser Challenge allerdings kann uns das Leben wirklich schwer machen. In der letzten 100 Yoshi 2 Pilze und eine Goldröhre bekommen. Also richtig starke Items. Okay. Warum soll ich das jetzt einsetzen, wenn ich es mir sowieso nicht leisten kann? Toad, du bist gut. Du spielst gegen mich. Ich merke schon. Okay, wir würfeln jetzt mit normalen... Nein, nein, keine Goldröhre. Würfeln. Ich will keine Goldröhre verwenden. Wir würfeln 5, kommen am Stern vorbei. Und egal wo wir landen, wir kriegen Münzen dazu. Das heißt, wir haben jetzt 10 Münzen. Wir müssen in der nächsten Runde unsere Goldröhre aktivieren. Außer Daisy klaut uns jetzt Münzen oder irgendwer anders. Das nächste Minispiel ist wieder ein Jeder gegen jeden Minispiel. Nicht dabei sein ist alles. So. Okay, hier sind wir einfach wieder am besten beharrt, nichts zu tun. Deswegen, ja, tun wir auch nichts, würde ich mal sagen. Und das Minispiel endet wieder mal mit 0 Punkten für uns. Ganz überraschend. Rosalina und Yoshi teilen sich den Sieg. Und weil wir nichts gemacht haben, bekommen wir auch keine Münzen. Das hilft uns weiter. So, die letzten 3 Runden starten. Jetzt ist die Frage, wen findet dieser Wump am sympathischsten? Wem gibt er jetzt noch ein Geschenk? Wump sagt es. Klare Ansage. Goomba wird gewinnen. Wenn nicht, mache ich einen Handstand. Wir werden safe nicht gewinnen. Deswegen will ich danach deinen Handstand sehen, Wump. Hast du es verstanden? Der wird unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Sieht man ihn mir an. Okay, ich bekomme einen goldenen Turbopilz dafür. Eine Goldröhre hätte mir jetzt besser gefallen. Aber okay. Zudem gibt es jetzt auch noch ein paar Änderungen auf dem Pad, aber die müssten mittlerweile bekannt sein. Die blauen und die roten Felder haben nun ihren doppelten Wert, also sprich, man verliert 6 Münzen auf dem roten und gewinnt 6 Münzen auf dem blauen Feld. Während man auch auf den Pechfeldern jetzt auch wirklich schlimmere Strafen bekommt als zuvor. Yoshi aktiviert seine Goldhöhe. Aber ich muss sagen, ich finde es wirklich nicht schlimm, dass er das macht. Weil hätte ich mich zu diesem Stern gebeamt mit der Goldröhre, hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Und zwar wäre ich dann auf diesen Lucky Two gestoßen, der hätte mir von jemandem Münzen geklaut, dann hätte ich Münzen gehabt am Ende. Also, finde ich wirklich gut in dem Fall. Damit klettert Yoshi auch im Ranking auf die 2. Würde wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir sind, würde wahrscheinlich auch auf unserem Weg liegen. Ja stimmt, wir sind hier unten. Es gibt wieder ein Minispiel mit Einsatz. So, das heißt, ich hoffe mal auf den 10 Münzen Einsatz. 20 Münzen Einsatz sogar. Das heißt, wir sind jetzt wieder blank. Okay, hier gilt es wieder nichts zu tun. Also ich werde jetzt tatsächlich darauf hinarbeiten, am Ende 10 Münzen zu haben. Und mir dann die Goldröhre mit der Goldröhre einen Stern zu sichern. Goomba ist so dumm fürs Minispiel. Er gafft diesen Schalter nur an, macht nichts und... Oder, andere Theorie, er denkt sich...
Was machen die denn da bitte? Die sollen ihren Chart alleine spielen. Das denkt er wahrscheinlich. Okay, wir sind dran. Wir haben... Naja, es ist sowas von irrelevant. Wir schauen mal, was wir denn würfeln dürften. 4, 5... Okay, alles aber bitte keine 6, okay? Bitte keine 6. Weil, das wäre jetzt nicht so praktisch. Eine 3, das ist... Gut, jetzt gibt es nämlich eine Wumpwanderung wieder. Und wir bleiben auch erstmal bei 0 Münzen. Dafür verwendet Daisy ihre Goldhöhe und wird sich ihren nächsten Stern holen. Dem ist auch so, Daisy gönnt sich den nächsten Stern, und zwar den dritten, und ist damit, was Sterne angeht, gleich auf mit der Rosalina. Ich glaube, sie hat sogar jetzt um eine Münze mehr, kann das sein? Sogar um viel mehr. Rosalina, stimmt, wir hatten ja das Minispiel mit Einsatz, hat Rosalina wahrscheinlich einige Münzen verloren. Okay, Toad ist direkt vor uns, Toadette. Kann uns egal sein, wir haben 0 Münzen. Das ist das 8. oder 9. Minispiel, ich weiß es nicht. Totaler Durchblick. Dieses Minispiel ist, glaube ich, wieder eins, wo wir nichts tun müssen. Ja, stimmt, wenn wir gar nicht scharf stellen, passiert auch nichts. Also, wieder ein Minispiel zum Nichtstun. Ja, Yoshi war nicht wirklich gut in diesem Minispiel, muss man sagen. Waren sie natürlich alle nicht, weil sie alle nur auf Stufe Normal / Anfänger sind. Deswegen kann man da auch nicht so viel erwarten. Okay, als Sieger hat Daisy 8 Münzen und wir haben, ja, 0 bekommen, weil wir nichts gemacht haben. So, 2 Hunden noch. Ich muss darauf hoffen, dass wenn ich Münzen bekomme, dass es jetzt passiert. Und am besten dann 10, dass ich sie so einsetzen kann, dass ich die Goldhöhe aktivieren kann. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt dran, wieder. Und wir schauen, was wir mal nicht würfeln dürfen. Eine 3 wäre schlecht. Alles bloß keine 3. ...16,66667%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir failen. Aber ich denke, bei uns ist sie höher. Oh, um 1 vorbei, das war knapp. Wir bekommen dafür ein Item. Ein Verbündeten-Phone. Ich fühle auf jeden Fall, dass es möglich ist. Wir müssen jetzt in diesem Minispiel bloß 0 Münzen abholen. Dann ist es drin. Zärtlich werde am längsten. Was ist das für ein Minigame? Oh nee, nicht so eins. Das ist ja auch ein Glücksminispiel. Oh Gott, nein. Also ich werde es so machen, ich werde darauf warten, bis der Wickler wirklich kurz vorm Aufwachen ist. Und dann streicheln, streicheln, streicheln. Okay, ich setze in dieser Runde tatsächlich mal aus. Nee, Wickler, du bist nicht süß. Ich kann dich nicht streicheln. Aber ich muss zugeben, dass der wirklich irgendwie süß ist. Hey, ich will nicht streicheln. Muss ich etwa? Ja, ich muss einmal. Dann belasse ich es bei diesem einmal auch. Schade, weil... Erst wenn man einmal streichelt, beginnt der Counter.
Boah, das ist ein reines Glücksspiel. Okay, ich werde jetzt, nachdem Yoshi hier streichelt, wirklich ganz, ganz oft streicheln. So, und jetzt greif mich an, Wiggler, bitte. Nein. Okay, jetzt ist es so gut wie vorbei. Yoshi, übernimm dich bitte nicht, Yoshi. Gut. Jawohl, bei mir hat alles gemacht. Jawohl. So, wie viel bekomme ich jetzt dafür, Münzen? Bekomme ich jetzt 2 Wetten? Weil ich musste ja was tun. Oder bekomme ich keine? Jawohl, ich bekomme keine. Jawohl. So, jetzt müssen wir nur noch schaffen, in der letzten Runde keine Münzen mehr zu bekommen. Dann haben wir die Challenge, sogar mit der Extra-Challenge keinen Stern so zu sammeln, durch. Und dann sehen wir noch den schönen Handstand vom Womp. Als ob sich Yoshi hier noch den Stern gönnt. Er ist per Paracooper zu mir geheißt, auch noch mit Glück. Ich meine, das wird ja zufällig bestimmt, bei wem du landest, wenn du die Münzen zahlst, dass Paracooper dich transportiert zu einem anderen. Dann wurde ich ausgewählt und er kommt ausgerechnet beim Stern raus. Glück gehabt, Yoshi. Also, da oben haben wir jetzt einen tollen Dreikampf. Daisy führt an, sie hat die meisten Münzen. Und kleiner Fun Fact, wenn ich mich nicht verhechnet habe, hat Daisy genauso viele Münzen wie Yoshi und Rosalina zusammen. Irgendwas stimmt da nicht. Haben die sich abgesprochen oder was? Man weiß es nicht. Aber jetzt wird es richtig hart für Yoshi. Er kommt auf das Riesenpechfeld. Jetzt bin ich gespannt. Oh oh, was muss er machen? Nein, nichts. Nein. Und schon sind wir soweit. Genau das, was wir nicht wollten. Jetzt haben wir 5 Münzen. Und das haben wir nur Yoshi zu verdanken. Wir müssen auf ein Ultra-Pechfeld kommen. Das heißt, wir gönnen uns auch keine Items. Geht nicht. Wir müssen diese 5 Münzen jetzt verlieren. Wir sind schon mal auf dem Pechfeld, aber wir dürfen uns noch nicht zu früh freuen. Du musst 5 Münzen an jeden anderen abgeben. Ich habe aber nur 5 Münzen. Aber ich habe die Münzen wieder los. Oh, boah, das ist unfair. Die bekommen jetzt 2-2-1. Aber wir sind wieder bei 0 Münzen. Was ist hier denn los, echt? So, wenn jetzt nichts mehr schief geht, dann haben wir die Challenge geschafft. Daisy darf jetzt nur nicht auf ein Pechfeld kommen und mehr Münzen zahlen müssen. Das tut sie auch nicht. Da ist nämlich kein Pechfeld mehr. Sie zahlt nochmal schön 5 Münzen. Und gönnt sich noch einen Stern. Und der kann entscheidend sein für Daisy. Damit Daisy klar Erster. Genauso viel Münzen wie Rosalina, aber eben den entscheidenden Stern mehr. So, die Bonussterne haben noch Macht am Ende. Wir werden sehen. Aber wir haben unsere Challenge erstmal geschafft. Wir haben es geschafft, die ganze Zeit unter der 15 zu bleiben. Und sind am Ende sogar mit 0 Münzen hausgegangen. Ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber wir haben es hinbekommen. Finde ich richtig krass. Also das Glück war heute mal an meiner Seite. Ungewohnt. So. Aber jetzt gibt es noch ein Minispiel. Wir haben es noch nicht geschafft, denn wir müssen jetzt in diesem Minispiel erstmal 0 Münzen holen. Fischfütterung.
Ah, okay. Also hier werfen wir einfach gar nicht und alles ist gut. Denke ich, hoffe ich. Und wir haben es geschafft. Wir haben 0 Treffer. So, wenn es normal läuft, bekommen wir jetzt auch keine Münzen dafür. Und dann haben wir das große Ziel erreicht, das, was ich tatsächlich für unmöglich gehalten habe. Oder für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und bekommen wir jetzt noch Münzen dafür oder nicht? Also ich muss sagen, ich glaube nicht. Deswegen, ich kann sagen, an der Stelle, Challenge basiert eben mega auf Glück, wie man hier gesehen hat. Ich hatte das Glück, selten auf die blauen Felder gekommen zu sein und vor allem gab es zweimal dieses Versus-Minispiel, wo mir halt Münzen dann abgezogen wurden. Und bei den Minispielen selbst war es häufig auch dahin wirklich mit 0 Münzen rauszugehen. Und deswegen, ja, also bisschen, es war schon ein bisschen glücklich, dass wir das am Ende noch geschafft haben. Lasst mich mal noch im Chat wissen von dieser Premiere. Es ist ja die erste Premiere auf dem Channel, ob ihr gedacht hättet, dass das klappt oder nicht. Und an der Stelle kann ich auch sagen, ihr könnt gerne weitere Challenges vorschlagen zu Mario Games oder zu Splatoon 2 und auch gerne jetzt in den Premieren-Live-Chat oder im Nachhinein unter das Video mit einem Hashtag-Challenge und ich füge sie in die Warteliste hinzu und versuche dann so viele wie möglich davon zu spielen. Also, Mini-Sterne oder die Bonus-Sterne sind ja jetzt ein bisschen irrelevant für uns, deswegen kann ich an der Stelle schon mal sagen, danke fürs Zuschauen von dieser Challenge der etwas anderen Art. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne für mehr Super Mario Party, für mehr Challenges und für mehr Nintendo Content im Allgemeinen. So, wir warten jetzt noch das Endresultat ab. Und lasst mich auch gerne mehr wissen, was haltet ihr von den Palmieren und sollen in Zukunft die ein oder andere Challenge mit Palmiere released werden. Also ich mache ganz sicher nicht jedes Video als Palmiere, weil das ist einfach übertrieben, finde ich. Palmiere sollte schon. Wir haben einen Bonusstern bekommen. Für was denn? Ich habe nicht mitgelesen. Okay, gewonnen hat. Ja. Daisy. War auch ein bisschen absehbar. Wegen 9 Münzen. Und wir haben unser Ziel hier nochmal geschafft. Man sieht's. 0 Münzen. Eigentlich 0 Sterne. Wir haben jetzt eben nur den Bonusstern bekommen. Den kann man nicht so ganz mitzählen. Und ja, das soll es dann gewesen sein von dieser ersten Super Mario Party Challenge. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, liked, abonniert gerne, kommentiert und so weiter. Danke für den Support und danke fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.